Hey, Fredo, was machst du schon wieder in der Küche? Ich teste, ob die Croissants auch gut durchgebacken sind. Das ist doch völlig egal. Das sind Backwaren fürs Hotelfrühstück. Wenn du dich so sehr für das Frühstück interessierst, dann hättest du Bäcker werden sollen und nicht Hotelfachmann. Ab um die Arbeit. Es gibt Menschen, die einschicken wollen. Die holen sich ihre Schlüssel nicht von alleine. Haben Sie aber eine Ahnung? Entschuldigen Sie die Verzögerung. Wie ist Ihr Name? Markleichen. Tut mir leid, wie war das? Markleichen. Wie bitte? Markleichen. Nochmal bitte. Markleichen. Sorry. Ich mag dieses Schulprojekt voll gerne, aber ich glaube nicht, dass irgendwelche interessanten Leute in Winklerstadt rumlaufen. Ach komm schon, Ahmed, du musst doch nur an die Vielfalt unserer Stadt glauben. Fast alle Leute hier sehen gleich aus. Von welcher Vielfalt redest du? Na ja, also der Typ sieht zumindest anders aus. Entschuldigen Sie, haben Sie vielleicht eine Minute Zeit für ein Interview? Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Ich bin Alfredo von Katzenpies. Könnte ich auf die Gegenfrage eine Antwort haben? Nö. Ach Liebling, ich tue mich echt schwer, einen Nachfolger zu finden. Warum fragst du nicht den Jungen mit der spitzen Nase, der gerade hier war? Dem traue ich nicht. Der hat irgendwas Eigenartiges vor. Ach Hundchen, ich kenne meine Schüler aus ihren Namen. Der hat gerade alle Käsestangen aufgekauft und in einen Bollerwagen mit Schaufeln drin geladen. Also ich finde das überhaupt nicht verdächtig. Oh Mann, der Typ gerade war echt interessant. Über 30 und seine Träume vom Bäcker in so weiter Zukunft. Oh, hallo, Herr Zipfel. Oh, hallo. Was darf's denn sein, Jungs? Ich hätte gern ein Stück Apfelkuchen. Haben Sie was mit Schokolade? Habe ich das eigentlich gerade richtig verstanden? Sie suchen einen Nachfolger? Ja, in der Tat. Mit meinen 98 Jahren komme ich nächstes Jahr ins Frührentenalter. Da muss man sich schon Gedanken machen. Ich glaube, ich habe den perfekten Kandidaten für Sie. Wen denn? Echt jetzt? Wen denn? Diesen Obdachlosen, den wir gerade gesprochen haben? Ich bin gleich wieder da. Herr von Katzenpiss, ich habe eine Idee. Wie hast du mich gefunden? Es gibt hier nur ein Hotel. Hören Sie, das ist Ihr Mann. Nein, das ist mein Mann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich eine Ausbildung als Bäcker-Azubi bekäme. Aber wir sind auf der Suche nach einem Nachfolger und keinem Azubi. Oh, dann nichts für ungut. Warten Sie, wollen Sie damit sagen, das war's jetzt? Um Bäcker zu sein, muss man eine Ausbildung haben. Aber das ist doch kein Hinderungsgrund. Machen Sie eine Ausbildung und werden Sie Bäcker. Das sagt sie so leicht. Ich bin zu alt, um meine Träume wahr werden zu lassen. Herr von Katzenpiss, man ist nie zu alt für seine Träume. Und wer stellte einen alten Mann als Azubi ein? Ich bin dazu verdammt, Teller abzuwäschen, Brötchen abzuzauen und dieses komische Lachszeug. Ich weiß noch nicht mal, was das ist. Der ist ganz schön deprimiert dafür, dass er im Interview so optimistisch gewirkt hat. Tja, da kann man wohl nichts machen. Halt, stopp! Nee, 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 nee. Der Junge hat gesagt, man ist nie zu alt für seine Träume. Alfredo, wir wursten jetzt schon wieder. Es müssen 300 Teller gespült werden. Ich muss in mein Büro zurück und Geld zählen. Ich kündige. Ey, komm zurück, so einfach geht es gar nicht. Das müsst schriftlich erfolgen, sonst nehme ich es nicht an. Schriftlich! Ich werde die besten Croissants der Welt backen. Probiert jetzt die besten Croissants der Stadt. Wow, diese Backwaren sind echt lecker. Junger Mann, diese Backwaren sind fabelhaft. Das freut mich sehr zu hören. Ich denke, Sie sind doch der Richtige für meine Nachfolge, auch ohne Ausbildung. Unterschreiben Sie mir das mal bitte. Was ist das? Das ist Ihr Meisterbrief. Ich kann das. Darf mich nur nicht erwischen lassen. Willkommen in meiner Bäckerei. Was darf sein?
Ich nehme alle Käsestangen, die da sind. Hast du endlich das Hotelzimmer für Phase 2? Nein, der Typ an der Rezeption konnte kein Deutsch.